Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Am Freitag Finale sozusagen, 26.06. Und wir wollen uns hier dem DAX zuwenden, der sich ja mehr oder weniger noch ein Stück weit lethargisch verhält, nach dem gestrigen Fake-Versuch hier nach oben hinaus zu brechen. Wir hatten das dokumentiert. Schauen wir uns das hier im Stundenchart-Intervall nochmal an. Da legen wir auch direkt hier den roten Pfeil oben drauf. Das war ein Fehlsignal. Und hier mit der zweiten schwarzen Kerze ging es dann auch wieder nach unten, was dann jetzt letztlich hier und sehr, sehr interessant, dass wir vor wenigen Minuten auch erst wieder diese Abwärtstrendlinie, die eben hier gestern den Fakeout sozusagen provozierte, hier nochmal testeten. Und dies erlaubt jetzt hier nochmals das Heranziehen eines roten Tendenzpfeiles, der ganz klar nach unten weist. Wir haben am Montag, beziehungsweise jeden Tag der Woche schon immer wieder darauf hingewiesen, dass der Freitag ein bärischer Tag ist, hingegen Donnerstag hier mit bullischer Tendenz eigentlich daherkommt. Also Sie sehen hier das Zwillingsspiel. Wir haben einerseits eine positive Tendenz am Donnerstag mit dem Vorlauf am Mittwoch. Das sieht ganz gut aus. Aber dann hier am Freitag, da ist während der letzten 52 Handelswochen nur eines geschehen und das im überwiegenden Maße eben hier Verluste provoziert wurden. Und das jetzt deutet darauf hin, dass wir am Freitag hier mit 38% positiver Schlusspreise auch heute wieder eine schwächere Tendenz erhalten könnten. Und der DAX kommt ja bislang nicht so recht weg vom Fleck. Wir sind hier an dieser Unterstützungszone gerade aktuell dran. Das ist der Bereich um 11.380, 11.390 rund. Das Level ist ganz, ganz wichtig. Ich bleibe aber dabei, dass es im Sinne auch der Statistik hier dem Anschein nach heute weiter nach unten gehen dürfte. Also eine weitere Schwäche ist meines Erachtens zu erwarten und dürfte den DAX hier durchaus bis in den Bereich von 11.230 Punkte etwa zurückführen. Die Saisonalität hier auf Tagesbasis zunächst weist auch hier bis Anfang Juli, unabhängig des kleinen Downers und Spikes, hier eigentlich auch ein neues Verlaufstief auf, was jetzt dafür spricht, dass auch in den nächsten Tagen, also zu Wochenbeginn in der kommenden Woche, hier die Tendenzen nach unten zeigen dürften. Wochenstatistisch, wie gesagt, haben wir hier am Dienstag einen sehr, sehr schwachen Tag, aber der Freitag, der ist eben heute hier von Interesse. Daher, aufgepasst, wenn wir hier unter das Tief des gestrigen Tages zurückfallen sollten, also insbesondere erstmal das Level von 11.385 aufgeben per 15-Stunden-Schlusspreis, dann wäre auch insbesondere unterhalb von 11.347 Punkten des Tiefs von gestern hier ein weiterer Rücksetzer zu erwarten, der dann hier eben hier, da wandle ich jetzt mal die Zone in einen grünen Support, hier Abgaben bis eben zu diesem Bereich möglich werden lässt. Ganz klar, der DAX also heute meines Erachtens bärisch zu sehen, da müsste nach unten gehen, auch aufgrund des jüngsten Scheiterns hier nach oben wieder rauszuziehen. Ganz klar, eher negativ. Gehen wir, und da ziehe ich den grauen Pfeil mal ein Stück weiter runter, hier über das Level von 11.455, ja, wir gehen noch ein Stück weiter höher, 11.462. Hier hat man eine Nachtindikation direkt zum Tageswechsel, hier bei 11.458, 80. Aber hier, wenn wir nach oben rausgehen über 11.462, dann stehen die Chancen gut, dass wir hier nochmal den Widerstand um 11.520 roundabout angreifen und dann auch unter Umständen hier über 11.600 rausziehen. Doch das sehe ich für heute nicht als das präferierte Szenario an. Insofern bleiben hier, müssen wir den Fall mal ein bisschen gerade lassen, bleiben die Bären meines Erachtens im Vorteil. Ja, ob der hier dann auch bei 11.230 Schluss macht, das muss man mal abwarten, aber die Tendenzen sind meines Erachtens hier nach unten ausgerichtet. Und wenn wir uns hier den MetaTrader 4 anschauen in Sachen Ranges und konkretem Preisverhalten, bislang sehen wir, dass wir auch noch ein Stück weit was zu erwarten haben. Hier in der 24-Stunden-Indikation 83 Pips gelaufen, der Xetra DAX 75, also nicht Pips, sondern Punkte, Xetra DAX 75 Punkte und 24-Stunden-JFD-Indikation 83, also alles nah beieinander, aber die Ranges deuten eben hier auf Preisbewegungen rein statistisch in dem Bereich 255 Punkte hin. Und das soll heißen, da kann heute hier schon noch ein schönes Stückchen nach unten absolviert werden. Was hier zum Beispiel, wenn wir ein neues Tagestief machen, ich gehe auf die 24-Stunden-Indikation mal, dann eben auch hier eine Attacke zum Vorwochenhof hoch und dann auch insbesondere hier das Vormonatstief, wenn es hier richtig durchschlägt, dazu führen könnte. Und wir tendieren ja hier so ein Stück weit abwärts, also dass wir Richtung Vortagestief jetzt erstmal gehen, das ist anzunehmen. Das entspricht dann hier auch nochmal gut 40, 50 Punkten.
Und wenn wir darunter zurückfallen, dann haben wir hier statistische Relevanz in Richtung 11.200 Punkte rund zurück zu korrigieren. Also Sie erinnern sich, 11.230, 11.200 haben wir hier die Supportzone. Das passt eigentlich ganz gut ins Bild, wenn der DAX eben hier weitere Schwäche aufweist. Jetzt muss natürlich auch dann von der News-Seite unter Umständen ein bisschen was kommen. Da haben wir heute nicht viel zu erwarten, wenn wir mal schauen. Nichts Dramatisches. Hier ist alles schon vor 10 Uhr reingekommen. Kamerad Schäuble spricht zwar 12 Uhr, aber auch hier erwarte ich nichts Dramatisches. Wir haben hier unverändert das Griechenland-Debakel, was es hier noch ja, am Nachmittag zu beachten gilt. Aber hier ist auch alles mehr oder weniger aufs Wochenende vertagt. Hier wird sicherlich Samstag, Sonntag eine Entscheidung fallen, die dann am Montag für eine große Überraschung sorgen könnte. Positiv wie negativ. Warten wir ab. Dann 1600 haben wir nochmal den Uni Michigan Konsumklima Index. Das könnte aus den USA nochmal für Bewegung sorgen. Aber rein news-technisch haben wir hier nicht die großen Bewegungsimpulse zu erwarten. Und rein technisch muss man da eben jetzt sehen, was der DAX tut. Neues Tagestief wäre kontraproduktiv und dürfte eben dahingehend weitere Verluste in Aussicht stellen. Gehen wir nochmal kurz auf den Tagesschart vom DAX hier in dieser klassischen Beschau außerhalb des MetaTraders. Und da fällt uns auf, dass wir hier ja, jetzt gefährlich zurückgesetzt sind. Also Sie hatten ja die Tendenzen und da muss ich auch sagen, da stand ich zu, stehe ich zu. Wenn wir hier oberhalb von 11.950, 11.400 Punkten uns stabilisieren, dann sehe ich ja nach wie vor gute Chancen, dass der DAX weiter nach oben auftritt. Aber im Zuge dessen, dass wir es jetzt mit einem schwachen Freitag zu tun haben und wenn wir hier die Marke von 11.380 eben aufgeben und hier durchsacken nach unten, insbesondere das gestrige Tief 11.347 unterschreiten, dann muss man sagen, aktiviert sich hier dieser graue Pfeil und dann sind hier 11.200 Punkte durchaus drin, 11.200, 230. Da wäre dann erstmal eine Verschnaufpause sicherlich zu erwarten. Oder aber der Index kracht richtig durch und wir machen hier ein neues Mehrmonatstief. Das wäre sicherlich dann hier ein Szenario, welches aktiviert werden würde, wenn die Sache in Griechenland ein Stück weit eskaliert. Technisch, wie gesehen, wage ich hier nochmal den blauen Tendenzpfeil aufrecht zu erhalten. Im Sinne dessen, dass hier immer noch ein Rebound möglich ist. Aber anhand der heutigen Wochentagsstatistik beißt sich das so ein Stück weit mit der Stundenstatistik. Aber das übergeordnete Bild wirkt hier im Sinne eines Pullbacks durchaus noch bullisch, Schrägstrich kann bullisch wirken. Und wenn man hier von bullischen Sachen spricht, dann kann man hier diese Konsolidierung seit dem letzten Verlaufshoch auch als, ja, ich will mal vorsichtig sagen, bullische Flagge sehen, wenngleich das nicht so ins Bild passt. Dazu müssen wir eben über 11.462 raus und idealerweise 11.520 überschreiten. Dann haben wir hier tatsächlich das Szenario eines Comebacks. Stundenchart beißt sich da so ein bisschen mit dem Tageschart, aber wenn man von dem übergeordneten Bild ausgeht, dann ist das Pullback-Szenario hier zu favorisieren auf Tagesbasis. Machen wir aber anhand der Präferenz aufgrund des schwachen Wochentages neue Tiefs und sacken hier unter 11.380 Punkte nach unten weg, dann muss man auch sagen, tauchen wir hier auf Tagesbasis wieder in diesen Abwärtstrendkanal ein und dann ist die Situation eher bärisch. Das heißt, dann würde diese graue Tendenz auf Tagesbasis blau werden und der Ausbruch nach oben hier dann eher die geringfügige Tendenz aufwerfen. Das heißt, so ganz sicher bin ich mir nicht. Man muss ja nicht immer hundertprozentig eine Meinung haben. Auf Tagesbasis interpretiere ich das aktuell als Pullback im Sinne eines dann wieder folgenden Ausbruchs nach oben. Auf Stundenbasis sieht das mir hier eher ein Stück kritisch aus und hier würde ich im Sinne der Wochentagsstatistiken Abwärtsdrive favorisieren. Alles sieht auch hinfällig, wenn wir hier nach oben ausbrechen über 11.460, dann würde das im Einklang mit dem Tagesschart sicherlich weiter anziehende Preise bedeuten. Also bleibt spannend, liebe Zuschauer. Sie haben die Wahl der Qual. Ich wünsche Ihnen bei der Entscheidung viel Erfolg. Ansonsten an der Seitenlinie stehen zu diesen newsträchtigen Zeiten, wie wir sie unter Umständen haben, wenn da aus Griechenland was rüberschwappt, ist sicherlich auch kein schlechter Gedanke. Wenn Sie mögen, hören wir uns nachher nochmal wieder zur Beschau beim JFD Live Trading TV der US-Märkte oder aber eines interessanten Einzeltitels. Ich sage erstmal bis dahin beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.